Warum bin ich MTA geworden? Weil ich als Kind in einem Ferienlager Betreuer hatte, die waren MTR und die fand ich so cool, wollte ich auch sein. Jetzt mache ich das seit 30 Jahren und es macht echt Spaß. Also, und es hat sich so viel entwickelt in der Zeit. Die Technik ist von konventioneller Filmtechnik mit Entwickler und Fixierer, Nassentwicklung zum digitalen und jetzt mittlerweile KI-gesteuerten System hat sich das entwickelt. Es ist einfach immer wieder spannend und macht voll Spaß.